Ja, schönen guten Morgen hier aus Bad Gastein in Österreich. Wie ihr sehen könnt, bin ich immer noch verhindert von meinem letzten Unfall von vor 3 Wochen. Ja, deswegen habe ich mich entschieden, diesmal nur ein kleines Lauer-Video zu machen und meine neue Kamera zu testen. Wie ihr es vielleicht gesehen habt oder auch nicht, in meinem letzten Video, was circa vor 3 Wochen war, habe ich mich nicht sauber abgerollt, sondern bin gestürzt, habe mir dabei beide Handgelenke angebrochen und auch ja, eine Rippenprellung gehabt durch die Wasserflasche. Es war nicht schön. Und ja, wie gesagt, jetzt 3 Wochen habe ich jetzt hier eine Schiene gehabt, das jetzt auch gegen so eine ja, Handgelenks irgendwas eingetauscht vor 2 Tagen. Ja, und damit wird dann dieses Jahr wahrscheinlich auch unsere große Tour entfallen. Jetzt einen Monat ohne Wandern, ohne Bewegung oder mit wenig Bewegung, weil ich doch sehr eingeschränkt war. Das fehlt uns jetzt, beziehungsweise mir. Ich hatte jetzt die Chance, hier auf eine kleine Tour mitzugehen von der Band meiner Frau. Habe das auch genutzt und um wie gesagt meine neue Kamera zu testen. Warum eine neue Kamera? Ursprünglich hatte ich geplant, meine Wanderung nur mit dem Telefon zu dokumentieren, habe die ersten beiden Episoden auch so gemacht. Warum eine neue Kamera? Ursprünglich hatte ich geplant, alles minimalistisch nur auf dem Telefon zu filmen, schneiden und dann auch wieder löschen, kein extra Kamera-Equipment mitzunehmen. Es ist machbar bei kurzen Strecken, aber bei der langen habe ich gesehen, mein Akku von der Kamera macht das nicht mit. Ich nehme das einmal zum Filmen, dann zum Musik hören, zum Audiobook hören, auch die ganze Zeit und drittens zum Strecke, zum Navigieren und zum Aufzeichnen von der Strecke in AutoActive und das hat bei der langen Strecke einfach mit meinem Akku dann nicht funktioniert. Und da hatte ich dann die Powerbank anschließen müssen und das ist noch umständlicher zu handeln dann. So, ja, jetzt hatte ich die Zeit genutzt, um ein paar Videos anzuschauen und habe mich jetzt entschlossen, so eine kleine Actionkamera zu nehmen und das zu probieren. Die Probleme bei Kameras, den kleinen Formaten, sind natürlich einmal die Soundqualität, was ich hoffentlich mit diesem Mini-Mikrofon erledigen kann. Zum anderen die Akkulaufzeit, die aber bei den aktuellen Modellen auch über 100 Minuten liegen soll. Soweit konnte ich es noch nicht testen. Bisher bin ich ganz zufrieden, aber es sind sicherlich keine 100 Minuten, die ich gefilmt habe hier gestern. Und drittens die Qualität bei wenig Licht, was aber auch beim Wandern eher zweitrangig ist, weil man da eigentlich nur am Tag wandert. Ich habe mich dann hier für so eine Insta360 Ace Pro entschieden, die auch bei Lowlight mit dem AI-Chip sehr gut funktionieren soll. Warum war mir das so wichtig, auch bei wenig Licht gute Qualität zu haben? Einfach weil wir es auch als Reisekamera mitnehmen würden, weil die eigentlich super klein ist und bisher eine sehr gute Qualität liefert. So, um das ganze Handling dann zu probieren, hatte ich die Chance, wie gesagt, hier mit nach Bad Gastein zu fahren. Und das ist ein super Ort. Es sind alles lauter alte Hotels hier. In dem Hotel, in dem wir wohnen, da riecht es auch noch so ein bisschen modrig, ein bisschen nostalgisch. Ist aber super schön, sehr, sehr, sehr schön. Und ich bin ja sehr dankbar für die Gelegenheit, dass ich überhaupt mitfahren durfte. Und ja, jetzt werde ich natürlich mit so einer Aussicht hier belohnt. Bin jetzt ein bisschen hochgelaufen. Durch die Stadt geht ein Fluss, ein Wasserfall. Ist auch ziemlich spektakulär, aber soweit wollte ich es jetzt auch nicht mit dem Mikrofon testen. Ein anderes Problem, das ich umgehen wollte, indem ich nur mit dem Telefon filme, ist einfach die Handhabung der Dateien. Alles ist im Telefon. Ich wollte es dann eigentlich dort auch direkt schneiden. Das fällt natürlich jetzt flach mit der Kamera. Aber ich habe das jetzt probiert, dass das Hin- und Herkopieren geht eigentlich auch sehr schnell, sehr flüssig. Und das Schneiden dann immer noch auf den mobilen Geräten
Also auf den Computer werde ich nicht umsteigen. Das ist dann doch zu viel, mir zu viel Arbeit. Und ich möchte einfach mobil dabei sein. Das Problem mit der Größe der Dateien habe ich ja natürlich jetzt immer noch oder wahrscheinlich noch mehr. Aber da muss man dann immer hinterher sein, dass man gleich die einzelnen Dateien wieder löscht, damit nicht zu viel sich anhäuft. Und man muss immer hinterher sein, dass man auch gleich die Filme schneidet. Das war mein Problem auch in der Vergangenheit. Mal schauen, wie ich das jetzt schaffe. Natürlich, der Vorteil von so einer kleinen Kamera ist auch, dass man viel mehr Funktionen dabei hat. Also ich habe vorhin probiert, die mit dem Selfie-Stick hinter mir, neben mir, vor mir zu tragen. Und es soll wohl auch funktionieren, dass man dann den Selfie-Stick in der Nachbearbeitung entfernen kann. Ich hatte es einmal kurz zu Hause probiert. Es hat okay funktioniert, weil es keine 360-Grad-Kamera ist, sondern nur eine normale. Deswegen ist das Rauseditieren von dem Selfie-Stick nicht ganz so einfach für die Software. Vor allem, wenn man eine schwarze Jacke dazu anhat und der Stick nicht klar erkennbar ist für die Kamera. Vorteil Action-Kamera gegenüber einer richtigen Kamera, mit der ich vorher gefilmt habe, ist natürlich einmal das Gewicht und dann die Größe. Also ich hatte meine letzten Videos, ich glaube, mit der Sony aufgenommen, Sony Alpha 6500, aber die ist schon ein ordentliches Mehrgewicht. Und auch wenn ich sagen muss, die Action-Cams heutzutage, die sind nicht mehr so klein wie die ersten. Ich hatte eine GoPro 2, meine ich. Die war wirklich super klein. Jetzt sind die von der Größe her natürlich schon auffälliger. Man kann nicht ganz heimlich was filmen. Es fällt halt einfach immer auf, aber ja, das heutzutage mit dem Datenschutz ist natürlich auch nicht gut oder kann Probleme auslösen. Und ich bin gestern durch dieses Fest da gelaufen mit der und ja, es war wenig, ich habe wenig Aufmerksamkeit erregt, sage ich mal. Und ja, es war schon angenehmer als mit der Kamera. Wenn man mit der Kamera rumrennt, auch wenn es so eine kleine Spiegellose ist, die Leute schauen dann immer ein bisschen blöd und meine Privatsphäre und ja, muss man verstehen. Und mit der Kleinen, da nehmen sie es nicht ganz so ernst, denke ich. So, die Straße, die ich an dem Aussichtspunkt mir ausgesucht hatte zum Filmen, die wird jetzt doch etwas belebter. Es ist jetzt. Es ist jetzt kurz nach 8. Und ja, jetzt probiere ich nochmal, wie es mit der Kamera funktioniert, während man läuft, mit meiner normalen Geschwindigkeit und ja, mit dem Selfie-Stick in der Hand. Vom Gewicht her denke ich könnte es über längere Zeit aushalten. Und was ich auch gesehen habe, letztens mit der Kamera, wo ich Aufnahmen machen wollte, wie ich mein Süppchen gekocht habe. Man muss immer irgendwas finden, wo man die Kamera abstellt. Und das fand ich auch als sehr, sehr hinderlich. Und das hat mich schon wieder genervt, dass ich nicht einfach das schnell hinter mich bringen kann. Und ja, das hoffe ich jetzt mit dem kleinen Selfie-Stick/Tripod. Wird das okay. Jetzt habe ich den Selfie-Stick voll ausgefahren. Gehe jetzt noch mal runter zu der anderen Aussichtsplattform, die direkt neben dem Wasserfall ist, um euch das auch noch mal zu zeigen. Ich bin super gespannt auf die Audioqualität und ich hoffe, das funktioniert auch alles so mit dem Mikro. Ich habe das nur einmal kurz getestet, aber ansonsten ist das auch alles brandneu.
Schluss ein ganz kurzes Fazit von meiner Seite zu der ja, quasi neuen Kamera. Ich bin natürlich mit der Qualität rundum zufrieden. Ich denke, ja, heutzutage kann man keine Kamera mehr kaufen, wo die Qualität nicht stimmt. Ja, die richtige Größe hat sie, ist easy zu bedienen. Und ja, was mich auch überzeugt hat, ist das einfache Handling dann mit den Dateien zum Telefon, zum Tablet und das Bearbeiten, das hat alles wunderbar geklappt. Insofern bin ich doch sehr zufrieden mit meiner Wahl. Ich habe zwei Punkte, an denen ich ja, noch weiter arbeiten muss. Einmal ist es die Akkuleistung. Ich war jetzt zweimal für ca. 2 Stunden unterwegs und jeweils mit einem Akku bin ich natürlich um die Runden gekommen. Bei dem einen Mal war dann bei 30% und beim zweiten Mal bei 50%. Sicherlich hängt das alles auch damit zusammen, wie effektiv man filmt, was man aufnimmt. Ich habe es oft an, ausgeschaltet, die Kamera, bin weitergelaufen, an, aus, ja. Das kann man sicherlich noch besser machen. Das andere ist, aufgrund der Form und weil ich sie immer an dem Selfie-Stick hängen habe, kann ich die Insta nicht so leicht irgendwo verstauen. Mit dem Telefon habe ich hier meine Tasche, wo ich das schnell raus und reinholen kann, beziehungsweise in der Hosentasche, das ist einfach. Ja, das ist mit der jetzt nicht so einfach. Beziehungsweise habe ich noch keinen Weg gefunden, wie ich das richtig verstauen kann, damit ich schnell zugreifen kann und es mir nicht im Weg ist. Ich werde vielleicht irgendwas auch an meinen Rucksack Riemen machen, weiß ich noch nicht. Also das sind wie gesagt, die beiden Punkte, an denen ich noch arbeiten muss. Ansonsten bin ich doch rundherum zufrieden mit der Kamera und ja, ich freue mich auf neue Aufnahmen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.